die Unterrichtsstunde war wieder ein Erfolg. Wen haben wir denn hier? Mehmet. Eine 6 für Sie. Er kriegt jetzt auch eine 6 in Physik. Er kriegt eine 6 in Mathe. Er kriegt einen 6 in Deutsch. Er kriegt einen 6 in Narutologie. Er kriegt einen 6 in Sport. Und er kriegt einen 6 für die Pause. Ich gehe hier. So, Sie sind der afrikanische Papa? Ich bin Herr Huhn. Setzen Sie sich. Okay. Afrikanischer Papa. Seit Anfang der Schulzeit fehlt Mongolo. Mongolo, bring mir Verbindung hier. Er macht nichts hier. Was hat es damit zu tun, dass er nicht in der Schule ist? Wollen Sie zu Gewalt greifen? Ich arbeite Tag und Nacht bei Carglass, repariert Carglass, tauscht aus. Kein Fenster mehr da. Mehmet, kommen Sie ins Lehrerzimmer. Ich bin hier. Ja, Juan, was ist denn? Das ist nur 6. Aber Herr Juan, ich bin doch ganz, ich bin direkt hier. Raus! Herr Juan. Raus, Mehmet. So, afrikanischer Papa. Mongolo, ich sehe, ich brauche deutsche Pass hier. Ich sag Ihnen, er kann nicht, aber was mit Mongoli? Mongoli, sie ist eine hervorragende Schülerin. Hast du meine Tochter angeguckt? Nein, das habe ich natürlich nicht, afrikanischer Papa. Aber die Sache ist, das Wesentliche ist, wo ist Mongolo? Naja, auf jeden Fall möchte ich, dass Mongolo am Montag in meine Klasse erscheint. Mongolo, bring mir erst Fernbedienung! Look at a furz, a pups mehr hier in meine Fräse! Schönen Tag noch, afrikanischer Vater. Wir haben, go here sometimes, ich gehe manchmal, wenn ich hier gehe, dann bin ich manchmal dann. So, Mehmet, eine 6 in Bio, 6 in Chemie, 6 in Fußnägeln. Ich bin hier. Sie sind der afrikanische Papa? Ja. Mein Name ist Herr Huhn. Setzen Sie sich. Ich komme hier. Die Sache ist, seit... Wie guckst du denn Kamera? Und zwar sind sie hier wegen... Mongolo.
Naja, auf jeden Fall möchte ich von ihr. Ich weiß nicht, was ich so machen soll. Das war gut, weil das mega. Mega. Echt, das war nicht klar. Okay, das ist so. Und dann Schnitt, okay? Dann Schnitt.